Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Tonesbox von Teezy. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Tones von Teezy, das Ganze heute am 24. August 2018 erschienen. Wir werden mal die Folie abmachen und uns dann im Detail ansehen. So. Einmal hier auf der Seite bei der Schweißnaht öffnen. Und bevor wir die Folie wegmachen, nehmen wir noch kurz diesen Sticker hier zur Kenntnis. Und zwar haben wir hier einmal den Albumtitel Tones hier im Kreis angeordnet und dann Teezy. Also das dürfte wohl das P-Symbol darstellen. Und dann haben wir hier den Inhalt rundherum auch noch aufgelistet. Und zwar lesen wir hier Limited Deluxe Box inklusive CD, Instrumentals, T-Shirt, XL Starschnitt Poster plus handsignierte Autogrammkarte und Sticker. Gut, dann schauen wir mal, wie die Box aussieht. Also die Box in Orange. Hier unten lesen wir nochmal in weißer Schrift Tones. Und hier rechts haben wir dann Teezy abgebildet. Seit kurzem ja mit blonden Haaren und mit schwarzem Pullover. Darüber dürfte so ein Holzfäller oder so ein kariertes Hemd getragen sein. Sehr interessant auf jeden Fall. Dann lesen wir hier auf den Seiten auch nochmals Teezy Tones quer drüber. Unten ebenfalls, rechts ebenfalls, oben genauso. Und auf der Rückseite sonst nichts weiter, alles blank orange. Dann haben wir hier noch die Credits und einen Barcode. Gut, dann schauen wir mal hinein. Das Ganze in regulärer Clubbox. Auch hier zieht sich rundum dieser Teezy Tones Schrift durch. Und wir haben hier einmal ein Shirt, die Instrumentals zum Album, das Album an sich, ein Tourflyer, eine Autogrammkarte, 1-2 Sticker und 1-2-3-4 Poster. Also es dürfte echt ein Riesending werden, so richtig Starschnitt in Lebensgröße. Gut, dann packen wir die Box mal zur Seite. Und nachdem hier diverse Sachen noch in Folie sind, werden wir die mal aus der Folie befreien. Also, einmal das Shirt. Die zwei Sticker, Autogrammkarte, das passt. Instrumentals auch. Und natürlich dann noch das Album eingeschweißt. So. Gut, nachdem wir jetzt alles aus den Folien befreit haben, fangen wir wie immer an mit dem Album an sich. So sieht das aus. Also auch hier dieses Orange, wie auch schon die Box. Unten rechts lesen wir wieder Tones. Dann haben wir hier Teezy abgebildet. Mit interessanter Körpersprache oder Körperhaltung. Also hier das Gesicht mehr oder weniger verborgen hinter den Händen. Und hier ein, ja, mehr oder weniger ein Tritt, der auf uns zukommt. Dann haben wir hier das Licht eines Fensters. Das Ganze ist ein Standard-Jewel-Case. Hier lesen wir nochmals Teezy Tones. Ebenfalls auf der Seite. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Und zwar haben wir hier 13 Stück an der Zahl. Scheinbar allesamt Solo-Tracks, keinerlei Features hier mit drauf. So, dann werfen wir mal einen Blick in das Booklet. Okay, also wir haben hier alle Tracks aufgelistet, inklusive der Texte und natürlich der Infos, wer daran beteiligt war, beziehungsweise wer das Ganze produziert hat. Gefällt mir gut, da kann man dann nachlesen, mitrappen, was auch immer. Falls man irgendwas nicht verstehen sollte beim Hören, kann man das dann hier nachschlagen. Ansonsten das Booklet nicht irgendwie noch unterlegt mit Fotos oder Grafiken. Wirklich sehr schlicht gehalten, reines Textbooklet. Und dann haben wir hier am Anfang, am Ende noch eine ziemlich umfangreiche Danksagung. Und hier wieder dieses Peace-Zeichen. Gut. Die CD sieht so aus, auch hier wieder in diesem Peace-Symbol gehalten.
in dunkel und heller Orange. So sieht das aus. So. Dann haben wir die Instrumentals zum Album. Hier das Cover ident, wie auch schon auf dem Album an sich. Und auch hier natürlich 13 Tracks mit drauf, eben in der Instrumental-Version. Die CD ebenfalls wieder in diesem Friedenssymbol, in dieser Optik gestaltet, in Orange und Weiß. Und das Ganze kommt in einer Papphülle, in einem Digi-Sleeve. Dann haben wir mit dabei eine Autogrammkarte, auch wieder in Orange gehalten, hier Tizi am Boden sitzend. Und das ist relativ ungewöhnlich, nicht nur, dass die Original unterschrieben wurde mit schwarzem Stift, nein, hier wurde auch noch eine kleine Widmung geschrieben, und zwar lesen wir hier: Alles Gute und viel Spaß mit dem Album, Tizi. Sehr schön, gefällt mir gut. Rückseite komplett hier mit Tizi Tones. Dann haben wir mit dabei einen Tourflyer zur Tones Tour 2018. So sieht das aus. Das sind die Dates. Könnt ihr natürlich vorbeischauen, wenn euch das interessiert. Okay, also beidseitig bedruckt, aber ja, der Druck ist ident. Dieselben Tourdates auf Vor- und Rückseite. Dann haben wir mit dabei zwei Sticker. Und zwar, wie soll das anders sein? Auch hier wieder dieses Peace-Zeichen. Tizi Tones lesen wir hier einmal in Weiß und Schwarz und einmal in Schwarz und Weiß. Beide Sticker sind rund, also kreisförmig. Dann haben wir Poster, und zwar vier Stück an der Zahl. Und zwar kommt das daher. Schauen wir mal, was wir hier haben. Welchen Teil? Okay, hier haben wir das Gesicht. Dass das Ganze ein Starschnitt werden soll. Bedeutet, ihr habt vier einzelne Poster. Und hier kann man es schon sehen, hier ist ein weißer Streifen freigehalten worden und hier lesen wir Klebefläche. Bedeutet, ihr bekommt vier Poster und diese vier Poster sind eben allesamt dann zusammenzusetzen. So, dann haben wir hier dann das Gesicht von Tizi. Also die Qualität ist echt nicht schlecht und auch die Faltlinien sind kaum zu sehen, also ihr könnt das selber sehen. Die Optik ist jetzt durch die Faltlinien wenig bis gar nicht beeinträchtigt. Da wurde auf jeden Fall gute Arbeit geleistet. Und dann haben wir nach dem Gesicht natürlich noch zwei weitere Poster. Schauen wir uns auch nochmal an. Ich kriege es nur in der gesamten Fläche nicht ganz so gut auf die Kamera drauf. Deswegen werde ich das jetzt mal in zwei Teile zeigen. Hier unten links lesen wir Tones. Das ist dann die linke Seite. Hier haben wir noch die Nase, beziehungsweise den Mund und die Kinnpartie von Tizi. Und hier dann die rechte Seite. Also, so sieht das dann aus. Und man kann dann natürlich alle vier Poster entsprechend zusammenkleben und sich dann Tizi mehr oder weniger in Lebensgröße, zumindest sein Gesicht und Teile seines Oberkörpers, an die Wand hängen. Schön gemacht. Und dann haben wir noch ein Shirt mit dabei. So sieht das Ganze aus. Also das Shirt in Schwarz gehalten. Auch hier wieder das Friedenssymbol. Tizi Tones lesen wir hier. Rückseite ist blank schwarz, weil ich das sehen kann. Jawohl. Und wir haben es zu tun mit einem Souls Regent in der Größe L. Und das Ganze ist 100% Baumwolle und made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Wir schauen uns das Ganze nochmal kurz im Detail an, wie das aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben das schwarze Shirt mit dem weißen Aufdruck mitten auf der Brust. Tizi Tones lesen wir hier, das Ganze in dieser Peace-Zeichen, in diesem Friedenssymbol angeordnet. Tones rundherum, Tizi in der Mitte, ansonsten komplett schwarzes Shirt. Relativ schlicht gehalten, ich muss ganz ehrlich sagen, ist jetzt nicht ganz so mein Fall vom Design her. Aber ja, kann man, wenn man den Frieden verbreiten will und dieses Zeichen auf der Brust haben möchte, natürlich auf jeden Fall tragen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe L, die zwei Sticker in Kreisform, die unterschriebene Autogrammkarte inklusive dieser Widmung, die Instrumentals zum Album, diese vier Poster im Hochformat, die man zusammensetzen kann zu diesem Starschnitt, der Tourflyer und natürlich das Album an sich im Standard Jewel Case mit 13 Tracks.
Das alles in dieser wunderbaren Box Tones von Teezy. Das Ganze über Chimperator erschienen. Und was ich euch jetzt nicht zeigen konnte, weil es in meiner Box nicht dabei war, eventuell habt ihr mehr Glück, in jeder 10. Box gibt es ein Ticket für ein exklusives Meet and Greet, wo man dann Teezy auf der Tones Tour treffen kann. Wie gesagt, in meiner Box war keines dabei, deswegen konnte ich euch das Ganze nicht zeigen. Eventuell findet ihr so ein Ticket in eurer Box vor. Gut, das war's soweit mit dieser Box. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Teezy unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.